Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es weihnachtet. Es weihnachtet 2021 unter Umständen, die besondere sind. Wir leben unter Einschränkungen, welche die besondere Zeit, die besonderen Traditionen nicht so zum Ausschluss kommen lassen. Und dennoch Weihnachten. Seit mehr als 2000 Jahren. In meinen Weihnachtsschreiben an unsere Kreisräte, an die Bürger, an die Partner und Freunde unseres Landkreises habe ich einen Vers des schönen Abendliedes »Der Mond ist aufgegangen« von Matthias Claudius zitiert. In diesem Vers, es ist der dritte, heißt es wie folgt. »Siehst du den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen«, und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Was will ich damit sagen? Die gegenwärtige Situation ist nicht zu sehen. Sie ist nicht zu sehen, sie ist nicht zu fühlen, sie ist nicht zu riechen, nicht zu schmecken. Anders als bei Naturkatastrophen finden die Dramen hinter Türen statt. Hinter Türen der Krankenhäuser und der Pflegeheime. In Abhängigkeit der persönlichen Betroffenheit wird, und das ist kein Wunder, diese Situation natürlich unterschiedlich diskutiert. Es gibt verschiedene Meinungen. Das ist gut so, das ist normal. Und deshalb kommt auch Weihnachten gerade recht. Lesen wir Weihnachtsgeschichten oder sehen wir Weihnachtsfilme, da sind es nicht die großen Sachen, die großen Bilder, die uns beeindrucken. Es sind die emotionalen Dinge zwischen Menschen, die uns tief bis ins Herz berühren. Das sich wiederfinden, das sich verzeihen, das Zueinanderkommen berührt uns und sollte uns zu Weihnachten 2021 leiten. Deshalb wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, in denen wir unabhängig davon, wie wir zu den Dingen stehen, zueinander kommen, in denen wir miteinander reden, in denen wir uns verzeihen, in denen wir gemeinsam Weihnachten feiern und uns auf das Jahr 2022 freuen, wo wir hoffentlich über die großen Dinge, die uns gegenwärtig bewegen, hinwegkommen, wo wir wieder zur Normalität zurückfinden, wo wir die Geschlossenheit, die wir als Menschen, als Gesellschaft, als Familie brauchen, wieder erreichen. Ihnen allen frohe und gesegnete Weihnachten und ein glückliches, vor allem gesundes Jahr 2022.